mittlerweile, glaube ich, 2 Wochen nicht mehr gestreamt habe. Das ist Rekord. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich sag's euch straight up so, wie es ist, Leute. Ich hatte einfach, und ich muss es einfach so sagen, überhaupt keinen Bock. Ich hatte wirklich keinen Bock. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich hatte überhaupt keinen Bock zu streamen. Ich schwöre es euch, Leute. Ich hatte wirklich zero Bock. Level 3 Hype Train kann man machen. Warte mal, pass mal, ich stelle mir ganz kurz um. Oh, mein Tiramisu ist gerade fast umgefallen. Ja, Leute, kurzer auf Real Talk, auf Knacks angelehnt. Wieso habe ich nicht gestreamt, ne? Was soll ich sagen, Mann? Ich hatte straight up einfach wirklich gar keinen Bock. Ich habe mir im Urlaub sehr, sehr viele Gedanken gemacht um meinen Content. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass alle auch gemerkt haben, dass der Content, den ich im Urlaub gemacht habe, also diese Roomtour und die Vlogs und so weiter und so fort, das hat mir übertrieben Spaß gemacht. Ich fand das richtig, richtig nice. Und ich muss ganz ehrlich gerade sagen, ich glaube, dass ich so ein kleines bisschen gerade, ich glaube, ich brauche wieder ein Game, was ich geil grinden kann. Wisst ihr, was ich meine? Das fehlt mir so ein bisschen. Ich habe diese Vlogs übertrieben geliebt. Ich hätte viel mehr Bock, mehr IRL-Content zu machen und sowas. Und generell, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle Streaming deshalb momentan nicht so sehr, weil ich lost bin. Deshalb würde ich, glaube ich, auch gerne jetzt, ganz offen gesagt, mein Streaming-Game ein bisschen runterschrauben, vielleicht noch zweimal die Woche mit, anderen Formaten. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich mich da so ein bisschen ausprobiert habe und so weiter und so fort. GTA, ich schwöre, Amenakul, momentan ganz kurz eine Aussage zu GTA. GVMP für mich momentan nicht interessant für mich. Ich mache wirklich hierauf, wo ich Bock habe. Sollte der Server von Theo online gehen, bin ich gerne bereit dafür. Aber momentan habe ich einfach gerade keinen Bock. Und das müsst ihr akzeptieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich scheiße da auch wirklich auf Einnahmen tendenziell so. Ich mache aber, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, einfach das, worauf ich Bock habe. So, ich will das machen, worauf ich Bock habe, Alter. Ich will Content machen, auf den ich Bock habe. Und ich will vor allen Dingen Spaß haben im Leben. Und ich muss ehrlich sein, ich hatte in den letzten Tagen nicht so viel Spaß, wo ich gestreamt habe. Das hat nichts mit meinen Zuschauern oder meinen Subzahlen zu tun. Die sind immer konstant, immer stabil gewesen, alles cool. Ihr wisst, dass mich das sowieso nicht so krass tangiert. So, vielmehr war einfach so, dass ich gesagt habe, boah, contentmäßig bin ich so lost, wisst ihr, was ich meine? Und deshalb weiß ich nicht, vielleicht ist ein bisschen der IRL-Content für mich, eventuell mit ein paar coolen Gästen irgendwie ein bisschen was anderes zu machen. Wisst ihr, ihr müsst es doch mal so sehen, ich entwickle mich ja auch weiter, wisst ihr, was ich meine? Ich entwickle mich ja auch weiter, ich werde ja auch tendenziell älter, nicht jünger so. Und wenn ich tatsächlich gerade keinen Bock habe, Dann mache ich das auch nicht, wisst ihr, was ich meine? Und wenn man ein bisschen reift, ist das auch, glaube ich, nicht schlimm, weil die Community reift ja mit. Das ist das Ding so, ihr seid immer treu hier als Community so, und ich fühle das sehr. Aber wie gesagt, für mich ist die Hauptsache, dass ich zufrieden, das klingt jetzt sehr, 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 sehr egozentrisch, dass ich aber zufrieden mit einem Grinsen ins Bett gehen kann und sagen kann, Digga, geil, das ist Content, der hat mir wirklich Spaß gemacht, wisst ihr, was ich meine? Das ist Content, den habe ich geil gefunden und den fand ich nice. Und das hatte ich in letzter Zeit, zumindest auf Twitch, sehr, sehr selten, leider Gottes. Deshalb kann man nur hoffen, Leute, dass das vielleicht sich wieder ändert, dass ich hier was anderes mache. Leute, der Urlaub tat mir übertrieben gut. Ich habe lange Zeit nicht mehr so viel Ruhe gehabt. Ich schwöre es euch, Leute. Das war so wichtig, Alter, dass ich wirklich mal runterkomme, Digga. Dass ich mal entspanne, Alter, und dass ich wirklich mal... Ja, Digga, einfach mal ein bisschen ruhig machen, Mann. Ich schwör's euch, das hat man, wie gesagt, glaube ich, auch gemerkt, so content-wise. Ah, Digga, ich brauch das wirklich mal. Ich brauch das wirklich tatsächlich mal. Und es war gut, dass ich das gemacht habe, tatsächlich. Trimax ruft, so. Trimax ruft mich, ja, dann soll Trimax Discord kommen, Alter, wenn der mit mir reden will, Digga. Das ist so ein Ding, ne? Nee, also deshalb momentan, wie gesagt, alles ein bisschen ruhiger, bisschen laidback, Leute. Wir machen Twitch-Game, machen wir ein bisschen laidback jetzt in nächster Zeit, ja. Thief of Thieves mit Trimax hätte ich auch über Bock drauf. Ich brauch, glaube ich, nochmal so ein richtiges Grind-Game, wisst ihr, was ich meine, wo ich richtig Bock drauf habe. Ich habe mich ein bisschen von der Plattform Twitch so in letzter Zeit distanziert. Keine Ahnung warum, es hat sich einfach so entwickelt. Merke auch einfach, dass ich, glaube ich, auf YouTube deutlich, also ich habe immer das Gefühl, dass ich live nicht so unterhaltsam bin wie im geschnittenen Video, was echt ein trauriges Eingeständnis ist tatsächlich. Aber gut, vielleicht ist es ja so, ne? Ich mach wirklich, was ich will. So, und das wird sich nicht ändern, Leute. Es wird sicherlich wieder eine Phase geben, wo ich wirklich krank viel
auf Twitch aktiv sein werde. Und ich bin mir auch sicher, und das wissen wir auch alle, wir müssen, glaube ich, nur warten, bis wieder irgendein dämliches neues Minecraft-Projekt ist, worauf ich Bock habe. Dann hängen wir auch hier wieder mit 30.000 Leuten. Aber nochmal, darum geht es mir bei dieser Plattform nicht. Ich möchte das ganze Game jetzt ein bisschen anders spielen. Und zwar einfach nur dann machen, wenn ich Bock habe. Das sollen feste Tage sein. Das sollen auch im besten Fall feste Formate sein. So. Ich will auch gerne meinen Revigang-Kanal einfach weitermachen, weil, to be honest, es ist good and easy Content so. Aber, ja, wie gesagt, ich glaube, das wird sich jetzt nochmal extrem ändern. D-King, Bruder, Dankeschön. 187, Dankeschön für deine 12 Monate. Alhamdulillah, Bruder. Vielen, vielen Dank. Trimax ist da, wir gehen rein in die Olga, let's go. Ja, Leute, also wie gesagt, nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will, und das ist schon immer mein Anspruch gewesen, auch wenn man das vielleicht nicht glaubt, ich würde jetzt gerne back to next level Content gehen und das möchte ich hier auf Twitch machen. Und ich will keinen Stream machen, wenn ich den ganzen Tag über abends komplett müde bin, weil ich irgendwie 20 Termine hatte mit Label, Immobilien, dann will man noch ein bisschen Privatsphäre haben, dann will man mal vielleicht eine Frau oder sowas treffen. Das alles, Leute, too much, wenn ich dann im Stream nur noch so hänge, Digga. Und ich glaube, das werden viele Leute auch mitbekommen haben, Alter. Ich saß teilweise in Streams, Digga, ich war ein Schluck Wasser in der Kurve, Alter. Ich saß wirklich nur so teilweise da, Alter. Ich sag's, wie es ist, ne? Fixe. Ihr seht meinen Streamtitel, Leute. Fixe. Das ist ganz wichtig. Fixe Leben. Nee, also, kein Plan so. Ich glaube, das bringt dann wenig zu streamen. Wisst ihr, lieber einen guten Stream als sechs schlechte. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist so, das ist so ein bisschen meine Devise. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Ich will einfach machen, worauf ich Bock habe, so, und wenn es gerade nicht Twitch ist, wenn ich darauf keinen Bock habe, dann ist es auch so. Und wenn ich auch keinen Bock habe, mir Gewitter im Kopf anzugucken, oder wenn ich mir, Frauen vor Zuschauer, absoluter Sim, Bro, du sagst das, Mann, du sagst das. Ja, eigentlich gehst du sogar Frauen vor Geld. Lebensqualität, würde ich sagen, Lebensqualität ist es eigentlich. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das ist es soweit. Ich adressiere noch ein allerletztes Mal ganz kurz das Thema Frau Bra. So, wir haben noch so leichten Kontakt. Es ist aber alles cool zwischen uns. Wie gesagt, wir sind kein Paar. Wir sind nicht zusammen. Bevor das jetzt immer wieder hier aufkommt, Digga. Wir hatten einen guten Dreh und sowas gehabt. Ne? Es war alles cool. Aber wie gesagt, ja, wir sind kein Paar oder sowas. Und es ist auch vollkommen in Ordnung für mich. Das ist für beide, glaube ich, vollkommen fein so. Und das war ja auch, glaube ich, nie intendiert so. Wisst ihr, was ich meine, ne? An der Stelle mal das jetzt schon mal für diesen Part. Ja, was habe ich noch so Twitch-mäßig vor? Ich habe, to be honest, habe ich wirklich vor, bisschen mehr auf IRL-Content, Interview-Chat-Content zu gehen. Also ich würde gerne mich mit Leuten treffen. So, mir ist aufgefallen, D-King, Alhamdulillah, Bruder, Dankeschön für 5 Gifted Subs. Kuss auf dein Auge, Bro. Ja, was soll ich sagen, Digga, ne? Was soll ich sagen? Ich komme hier gerade nicht mit den, Dings nicht hinterher. Ich weiß es nicht, Alter. Was ich sagen wollte, genau. Ich habe gesehen, in meinem Umfeld sind so viele interessante Leute, dass ich echt Bock hätte. Wir haben gestern mit Rezo ein ziemlich geiles Video gedreht. Das fand ich sehr, sehr cool. Es war tatsächlich nur ein Wer würde eher. Allerdings hat sich das Wer würde eher so ein bisschen podcastmäßig entwickelt. Und ich würde sau gerne, so wie ich das damals mit Annie Aurora gemacht habe, solche Personalities zu mir ziehen und mit denen einfach einen Talk haben. Einfach mal quatschen, egal über was, Alter. Ich weiß, das ist komplett anderer Content, als ihr von mir gewöhnt seid, so. Aber irgendwie, irgendwie würde ich das gerne mal tatsächlich machen. Also ich weiß nicht, ich habe scheiß Lombardi bei mir in der Ecke, super interessant. Ich habe Poldi bei mir, so viele Freunde und sowas halt, Alter. Wir wollen GVMP, ja, Digga, dann, der Eichelherr, Digga, dann verpiss dich von meinem Chat. Geh auf GVMP, bewerb dich da, spiel da, geh den ganzen Tag Rasen mähen für 20 Euro, mach das gerne, Alter. Also, ich habe da gerade keinen Bock drauf. Das hat nichts mit dem Server oder den Leuten da zu tun. Ich fühle das gerade nicht. Und von daher will ich einfach jetzt machen, was ich will. Und to be honest, wenn ich will, dann spiele ich auch Dreiviertelstunde spiele ich House Renovator, spiele danach Drogensimulator für 15 Zuschauer. Das ist mir scheißegal, wisst ihr? So, ich glaube, man muss davon auch so ein bisschen wegkommen, von dem Denken, dass man die ganze Zeit so im Kopf hat, die Leute schauen ja wegen dem Game. Die schauen ja immer wegen der Personality, wisst ihr, was ich meine? So, und das ist vollkommen fein. Und wenn ich jetzt wieder sagen möchte, boah, jetzt habe ich auch noch Bock auf 30.000 Zuschauer, dann fange ich, inshallah, morgen mit Craft Attack 7 einfach an. Wisst ihr, was ich meine? Ich mache mal ein bisschen Musik hier im Hintergrund an. Ja, keine Ahnung, was soll ich sagen, Leute, ne? Was soll ich sagen, außer das, ne? Let's go, Revi Lul. Ja, also ich sag das, Digga. Thunder Ehren, Dankeschön. Dankeschön für das Sub.
Für mich klingen deine Pläne gut. Ich hab noch, das ist das Ding. Ich hab noch keinen richtigen Plan. Ich schwöre, ich hab noch keinen. Stropper-Song ist raus, hab ich schon gehört. Eben drauf reagiert. Jeder, der sich den Stream hier guckt, reinzieht, soll den Stream hier gucken wegen mir und nicht wegen GTA oder wegen Minecraft oder wegen, ah, Digga, wegen irgendwelchen anderen Scheiß. So, schaut euch die Streams an, wenn ihr Bock auf mich habt. Und wenn, und das ist mir scheißegal, ob XY mehr Zuschauer hat oder weiß ich was, Digga. Das ist auch das Ding, Leute. Das muss ich mir, muss ich einfach mal sagen. So, wem muss ich noch irgendwas beweisen? Wisst ihr, was ich meine? Weil wenn ich jetzt, wenn ich das so sehe, Zuschauer so drauf geschissen, Digga, wirklich, ich schwör's, Leute. Ich habe damals, 2017 auf Twitch, hatte ich 80.000 Zuschauer. Da waren das Zahlen, die hatte keiner. So, und Zeiten kommen, Zeiten gehen. Auf YouTube fick ich immer noch Mutter. Und selbst wenn das nicht so ist und selbst wenn ich auf YouTube nicht Mutter ficke und da dick sacken muss, Digga. Ich glaube, dass ich mir nichts mehr vormachen muss. Wisst ihr, ich